In diesem Video geht es um die Berücksichtigung nichtlinearer Elemente in der MNA, in der Modified Nodal Analysis oder zu Deutsch modifizierten Knotenspannungsanalyse. Und das möchte ich ganz gern am Beispiel einer Diode erklären. Wir haben eine Diode, das ist die Anodenseite, das ist die Kathodenseite. Diese Diode wird von einem Strom durchflossen. In die Richtung, den nenne ich mal ID, und über der Diode fällt eine Spannung, die Flussspannung UD ab. So, und jetzt kann man das Stromspannungsverhalten an dieser Diode beschreiben durch die sogenannte Shockley-Gleichung. Also der Strom durch die Diode ergibt sich aus einem Strom IS, das ist der sogenannte Sättigungssperrstrom, das ist der Strom, der auch in Rückwärtsrichtung durch diese Diode fließt. Und ja, das sind bei einer kleinen Diode vielleicht so ungefähr 10 hoch minus 12 Ampere. So, und dann geht die Gleichung weiter. E hoch die Spannung, die Flussspannung, die über der Diode abfällt, hier drüben, geteilt durch einen Emissionskoeffizient, das ein klein n, multipliziert mit einer Temperaturspannung, und dieser Emissionskoeffizient, der liegt so im Bereich von 1 bis 2, und diese Temperaturspannung, die lässt sich berechnen aus der absoluten Temperatur und aus der Boltzmann-Konstante und weiteren Naturkonstanten, und ja, so bei Raumtemperatur liegt diese ungefähr bei, also so nicht exakt, aber ungefähr bei 25 Millivolt. So, und dann wird diese E-Funktion noch minus 1 gerechnet, und das, wie gesagt, mit diesem Sättigungssperrstrom multipliziert, und das ergibt den Strom durch die Diode. Und diese Gleichung ist benannt nach Herrn Shockley, William Bradford Shockley. Das war ein US-amerikanischer Physiker. Der hat auch zusammen mit zwei anderen Physikern den Nobelpreis bekommen für Untersuchungen an Halbleitern und für die Entdeckung des Transistoreffekts 1956. Und nach ihm ist halt diese sogenannte Shockley-Gleichung, das ist die Shockley-Gleichung, benannt. So, die Idee, die jetzt passiert, ist, diese nichtlineare, also die Nichtlinearität steckt hier in der E-Funktion. Ne? Die E-Funktion hat irgendwo einen Knick, und der Knick macht die Nichtlinearität. Wenn wir uns das mal vielleicht aufzeichnen, hier in so einem kleinen Diagramm, das soll mal der Strom sein, der durch die Diode fließt, und das soll die Spannung sein, die über der Diode abfällt. Und dann ist es so, wenn man sich mal die Kennlinie aufmalt, ich nehme mal eine andere Farbe, wenn die Spannung über der Diode negativ ist oder wenn die Spannung über der Diode 0 ist, fließt auch kein Strom. So, und wenn die Spannung über der Diode negativ ist, dann fließt so gut wie kein Strom oder nur eben ein ganz, ganz kleiner Strom, dieser Sättigungssperrstrom, diese 10 hoch minus 12 Ampere zum Beispiel. So, und dann, ja, wenn eine positive Spannung über der Diode anliegt, dann fließt auch erstmal nur ein sehr geringer Strom, und ab einer bestimmten Spannung steigt der Strom stark an, und man kann sozusagen einen fast beliebigen Strom durch diese Diode durchschicken, ohne dass die Spannung großartig weiter ansteigt. Und bei einer Siliziumdiode liegt diese Durchbruchsspannung so ungefähr im Bereich von 0,7 Volt. Ja, und wie man sieht, ist diese Kennlinie hier, dieses blaue, das, was durch diese Shockley-Gleichung hier beschrieben wird, das ist keine Gerade, sondern das hat hier einen Knick oder eine Rundung, und deswegen ist das eben nicht linear. So, die Idee, die jetzt verfolgt wird, ist, das Ganze zu linearisieren um einen Arbeitspunkt, und vollkommen beliebig lege ich diesen Arbeitspunkt mal hier hin, an diese Stelle, und jetzt linearisiert würde das heißen, wir packen hier eine Tangente dran an diese Kennlinie, die zeichne ich mal in grün ein, die würde ungefähr so aussehen, ne? Also hier berührt die halt in einem Punkt, auch wenn das hier vielleicht nicht so aussieht. Das heißt, das blaue wäre tatsächlich die Diodenkennlinie, das grüne ist jetzt eine Gradennäherung, die wir um einen Arbeitspunkt machen, und dieser Arbeitspunkt,
Der hat hier und hier gewisse Koordinaten. Eine dazugehörige Spannung von diesem Arbeitspunkt, die nenne ich mal U0. Und einen Strom bei diesem Arbeitspunkt, den nenne ich I0. Also durch U0 und I0 ist dieser Arbeitspunkt festgelegt. So, und der weitere Schritt ist jetzt für diese grüne Linie hier, für diese Geradennäherung, eine Gleichung aufzustellen. Und wie kommt man auf diese Gleichung? Indem man von dieser Shockley-Gleichung hier oben eine Taylor-Entwicklung macht. Eine Taylor-Reihe entwickelt, und wenn man diese Taylor-Reihe nach dem ersten Glied abbricht, dann kommt da eine Gerade raus. Also wir machen eine Taylor-Entwicklung. Und zwar wollen wir diese Shockley-Gleichung da oben, das ID in Abhängigkeit von dem UD, entwickeln an dieser Stelle U0 bzw. in der Umgebung von dieser Stelle U0, also das ID an der Stelle U0 und dann plus eine gewisse Abweichung der Spannung. Und das Delta U wäre sozusagen, wie weit sind wir von diesem Arbeitspunkt weg? Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man nur, wenn das Delta U eben sehr klein ist, dann wird das ganz gut passen, und dann ist die Abweichung zwischen der grünen Kurve und der blauen Kurve relativ gering. Und wenn das Delta U größer wird, dann wird der Fehler natürlich groß und sehr, sehr groß. Und da muss man diesen Arbeitspunkt, dieses U0 und das I0 eben mal nachführen. So, das ist jetzt so die Idee. Jetzt kann man diese Taylor-Entwicklung eben ausrechnen, ne? Und das ist jetzt halt eine Näherung, weil wir ja dann irgendwie die höheren Glieder weglassen. Und diese Taylor-Entwicklung sagt uns jetzt, wir brauchen erstmal den, das schreibe ich vielleicht mal noch hier hinter, wir brauchen erstmal den Strom tatsächlich an der Stelle U0. Ne? Also den Strom durch die Diode an diesem Arbeitspunkt. Und dann brauchen wir die Ableitung von der Shockley-Gleichung, die Ableitung dieser Funktion ID in Abhängigkeit von UD nach UD abgeleitet. Das Ganze an unserem Arbeitspunkt an der Stelle U0 und dann multipliziert mit der Abweichung von unserem Arbeitspunkt multipliziert mit dem Delta U. No, und jetzt würde eigentlich noch die zweite Ableitung folgen, multipliziert mit dem Quadrat hier und geteilt durch 2 Fakultät und so weiter. Und diese ganzen höheren Terme lassen wir alle weg. Deswegen steht hier auch da, das ist nicht exakt, sondern es ist eben eine Näherung. So, und jetzt müssen wir das hier mal ausrechnen oder vereinfachen oder uns näher angucken. Das, was hier steht, ID von U0, das können wir direkt mit dieser Gleichung hier oben halt hinschreiben. Das wäre dann also der Sättigungssperrstrom multipliziert mal E hoch U0 durch N mal die Temperaturspannung minus 1. Also einfach nur die Gleichung hier oben mit dem U0 eingesetzt. So, jetzt brauchen wir die Ableitung. Jetzt muss man sich das hier oben angucken. Diese ganze Gleichung ist erstmal, ja, sozusagen eine Summe, die mit einem konstanten Faktor multipliziert ist. Dann sagt uns die Faktorregel, diesen konstanten Faktor, den können wir erstmal nach vorn ziehen. Dann sagt uns die Summenregel, jeden Summanden in dieser Summe können wir einzeln ableiten. Der zweite Summand ist eine Konstante, die Ableitung von einer Konstante ist 0, das fällt also weg. Wir brauchen nur den ersten Summanden ableiten. Die Ableitung von der E-Funktion ist die E-Funktion. Also e hoch u d, und wir wollen das Ganze ja an der Stelle U0 haben, also schreibe ich auch gleich hin U0 geteilt durch n mal die Temperaturspannung. So, und jetzt ist das ja eine verkettete Funktion. Die äußere Funktion ist die E-Funktion, die haben wir bereits abgeleitet, und die innere Funktion ist das UD durch n mal UT. Jetzt brauchen wir noch die innere Ableitung, und die innere Ableitung wäre eben alles hier oben bis auf das UD, weil
das ja auch wieder einfach nur ein konstanter Faktor mal das UD ist. So, also wäre die innere Ableitung 1 durch N mal UT, mal die Temperaturspannung. So, das wäre jetzt die Ableitung und jetzt rechnen wir das Ganze nochmal Delta U. Ja, jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, was hier steht. Also dieser Strom hier, das ist ja nichts anderes als der Strom an dem Arbeitspunkt, das ist der Strom I0. Also das Ganze hier kann man auch zusammenfassen als Strom I0. So, und jetzt, wenn man auf den Term hier hinten schaut oder wenn man sich die gesamte Gleichung anschaut, stellt man fest, hier steht ja, der Strom ergibt sich aus einem Strom plus irgendwas mal einer Spannung. Und dieses irgendwas mal die Spannung oder diesen Term, der hier vor der Spannung steht, den kann man als Leitwert zusammenfassen, als Ersatzleitwert von dieser Diode, deswegen schreibe ich als Index ein kleines D dran, an diesem Arbeitspunkt und dann haben wir diesen Leitwert mal diesen Spannungsunterschied. So, und jetzt ist die Idee, für das U, für das Delta U, also hier oben wieder rückwärtig das einzusetzen. Das Delta U, wenn man sich das mal anschaut, hier aus dieser Gleichung muss UD genauso groß sein wie U0 plus Delta U. Das heißt, das Delta U muss so viel sein wie UD minus U0. Das folgt sozusagen hier aus diesen beiden Sachen. Und genau diese Sache setzen wir jetzt hier unten ein. Deswegen mache ich das Delta U hier nochmal weg. Und schreibe jetzt den GD mal in Klammern UD minus U0. So, und jetzt kann man das ein bisschen umsortieren und kann sagen, dass das I0 und das U0 sind ja beides Größen, die erstmal nur von diesem Arbeitspunkt abhängen, der gewählt wurde. Und das GD und das UD sind eben Sachen, die, also das GD hängt natürlich auch von dem Arbeitspunkt ab, aber das UD hängt halt, das ist vielleicht eben ein bisschen unglücklich geraten, weil man das D und das 0 kaum unterscheiden kann. Ich schreibe das rasch nochmal 0. Also hier steht UD minus U0. Und dieses UD hängt halt von der aktuellen Spannung ab. So, und jetzt kann man das ein bisschen umordnen und sagen, das soll eben sein I0 minus GD mal U0. Das sind die Größen, die erstmal nur von dem Arbeitspunkt abhängen und dann plus GD mal UD, also der Ersatzleitwert, der vom Arbeitspunkt abhängt und das ist eben tatsächlich die aktuelle Spannung über der Diode. So, und jetzt kann man das hier vorne also es hat ja auch insgesamt den Wert eines Stromes, zusammenfassen als eine Ersatzstromquelle. JD, die nenne ich mal J, weil es eine Stromquelle sein soll und weil die in der MNA-Methode die Stromquellen eben mit J bezeichnet wurden. So, und jetzt steht da, der Strom durch die Diode ergibt sich aus dem Strom von einer Ersatzstromquelle und der Wert dieser Ersatzstromquelle hängt eben von dem aktuellen Arbeitspunkt ab und von diesem Ersatzleitwert, der auch vom aktuellen Arbeitspunkt abhängt, plus dem plus Spannungsabfall über einem Leitwert und dadurch Strom, der durch ein Leitwert fließt. Das heißt, wir können jetzt hier oben diese Diode entsprechend dieser Gleichung und uns auch vorstellen, wenn wir die an diesem Arbeitspunkt linearisieren, dass man die Diode ersetzen kann durch eine Parallelschaltung. Weil hier unten werden ja zwei Ströme addiert. Parallelschaltung von dem Strom von einer Stromquelle und dem Strom, der durch einen Leitwert fließt. So, und dieser Leitwert hat den Wert GD, diese Stromquelle hat den Wert JD, der Strom zeigt hier in die Richtung. Das hier ist immer noch
der Strom ID, der durch die Diode fließt, genau der wie hier drüben. Und dieser Spannungsabfall, der hier drüber abfällt, ist immer noch der Spannungsabfall UD, der genau hier unten in der gleichen Form auftaucht. Ja, und Spannungsabfall über diesen Leitwert ergibt einen Strom, der Strom durch diese Stromquelle ergibt einen Strom und die beiden Ströme zusammen im Sinne dieser Parallelschaltung ergeben den Gesamtstrom durch die Diode. So, das ist jetzt erstmal die grobe Idee. Diese Diode durch diese Taylor-Entwicklung, die nach dem linearen Glied abgebrochen wurde, also die reale Diodenkennlinie durch eine Gerade zu ersetzen. Und das, was wir jetzt hier gemacht haben, das wird halt in der Nähe von diesem Arbeitspunkt, in der Nähe von I0 und U0 funktionieren. Und wenn man größer davon abweicht, also zum Beispiel hier hinten, dann wird das natürlich nicht mehr funktionieren, weil der Fehler sehr, sehr, sehr groß wird. So, das heißt, man muss den Arbeitspunkt, man muss diese Koordinaten U0 und I0 nachführen, je nachdem, wo man jetzt hier gerade auf dieser Kurve ist. So, und diese Nachführung funktioniert jetzt durch eine Iteration. Jetzt muss ich hier an dieser Stelle mal am besten großzügig Platz schaffen. Das hier unten lasse ich mal noch stehen. Das funktioniert irgendwie nicht. So, also diesen Leitwert und die Ersatzstromquelle als Formel, die könnten wir vielleicht mal noch gebrauchen. Und der Rest hier, der kann weg. So, und jetzt kommt eben diese Iterationsprozedur oder beziehungsweise die Nachführung des Arbeitspunktes. Und um diesen Arbeitspunkt nachzuführen oder um diese Iteration zu machen, braucht man jetzt eine Iterationsvariable oder eine Iteration, und die findet über eine Variable m statt. Das heißt, in jeder Iteration m, also wir brauchen jetzt immer den Leitwert, ne, der ändert sich ja in Abhängigkeit von dem Arbeitspunkt, in Abhängigkeit des Arbeitspunktes. Und hier schreibe ich jetzt mal ran, also m ist die mte Iteration, der Leitwert in der mten Iteration, das heißt nicht g hoch m. Deswegen habe ich das hier extra in Klammern geschrieben, das heißt sozusagen das G für die mte Iteration. Ja, und den können wir eben ausrechnen aus genau der Gleichung, wie sie hier unten steht. Also wir brauchen den Sättigungssperrstrom und wir teilen durch N und diese Temperaturspannung. Und dann rechnen wir mal diese E-Funktion. So, und das ist ja die Spannung an dem Arbeitspunkt, und die Spannung an dem Arbeitspunkt ist ja sozusagen sowas wie die Spannung über der Diode, aber eben vom vorherigen Iterationsschritt. Das heißt, also anstatt U0 schreibe ich jetzt hier hin die Spannung über der Diode, aber von dem Iterationsschritt davor, vom m-1. Iterationsschritt. Und dann E hoch diese Spannung geteilt durch N mal die Temperaturspannung. So, und die, also das Zweite, was wir natürlich in jedem Iterationsschritt neu bestimmen müssen, ist diese Ersatzstromquelle, das JD im mten Iterationsschritt. Und die Gleichung für das JD steht ja sozusagen hier unten. Da brauchen wir eben ja den Strom an diesem Arbeitspunkt, und auch das ist ja der Strom, der durch die Diode durchfließt, der Strom ID, aber zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir ja erstmal gerade ausrechnen, wie groß das GD und das JD ist, dann können wir diesen Strom ja noch nicht wissen, also setzen wir da eben auch den ein vom vorherigen Iterationsschritt, der berechnet wurde. Also der Strom durch die Diode zum vorherigen Iterationsschritt, so, und dann minus ja, den Leitwert vom aktuellen Iterationsschritt, den wissen wir ja schon, den können wir da halt einsetzen, GD vom Schritt M, und dann mal
die Spannung U0 und das ist auch wieder die, also genau das gleiche, was wir oben eingesetzt haben. Die Spannung über der Diode vom vorherigen Iterationsschritt. So, und in diesem Sinne könnte man jetzt dieses Ersatzschaltbild hier so ein bisschen ergänzen und sagen, das wäre halt der Leitwert vom Emptin-Iterationsschritt, das wäre die Stromquelle, Ersatzstromquelle vom Emptin-Iterationsschritt. Und dieses ID hier und das UD hier wäre jeweils von der Iteration M-1 und hier auch von der Iteration M-1 oder von einem Iterationsschritt davor. So, und jetzt kann man sich fragen, naja, also klar, hier in diesem Ersatzleitwert, da steckt ja irgendwie diese Shockley-Gleichung drin, da steckt jetzt halt die E-Funktion drin, und die steckt halt auch hier drin. Aber irgendwie müssen wir die noch in diesen Strom hier mit reinbringen. Und das heißt, der Strom hier an dieser Stelle, den kann man auch in jedem Iterationsschritt natürlich tatsächlich ausrechnen aus dieser Shockley-Gleichung, wenn man halt diese Spannung hat. Und zwar, ja, wäre das halt einfach dieser Sättigungssperrstrom multipliziert mit der E-Funktion, dann wieder die Spannung über der Diode vom vorherigen Iterationsschritt geteilt durch das N, nicht M, N mal die Temperaturspannung minus 1. So, und ja, das sind eigentlich alle Gleichungen, die man braucht. Jetzt brauchen wir das hier unten auch nicht mehr, weil das erfolgreich abgeschrieben wurde und auf diese Iteration umgeschrieben wurde. Und jetzt muss man sich eigentlich noch überlegen, wie funktioniert es diese Iteration ganz genau ab, oder wie läuft diese Iteration ganz genau ab. Also wir schauen uns detaillierter die Iterationsprozedur an. Und zwar müssen wir irgendwie beginnen. Man sieht ja, wenn wir den Emptin-Schritt wissen wollen, also sozusagen den ersten Schritt haben wollen, dann braucht man auch was vom Schritt 1 minus 1, also man braucht was vom Schritt 0. Man muss mit irgendwelchen Startwerten beginnen. Und diese Startwerte, die ergeben sich oder also die kann man halt frei wählen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, also es wäre jetzt ein Beispiel, gibt auch noch andere Möglichkeiten, ne, dass das UD, wenn man erstmal überhaupt gar nicht weiß, was hier passiert, könnte man halt sagen, dass diese Spannung über der Diode erstmal 0 ist. Na, wenn das UD von der nullten Iteration 0 ist oder halt irgendeinen Wert hat, dann können wir mit dem U0, wenn wir das U0 hier einsetzen, kann man das G1 ausrechnen. Wenn wir das U0 hier einsetzen, dann können wir auch das I0, das ID von der nullten Iteration ausrechnen. Dann können wir auch das JD von der nullten Iteration, oder nein, dann können wir das JD vom Schritt 1 schon ausrechnen und dann haben wir das G1 und das J1, können das hier einsetzen. Und können dann eben mit der MNA UD1 und ID1 ausrechnen. Also das UD zur nullten Iteration festzulegen, reicht vollkommen aus. Daraus kann man hier oben alle Werte errechnen und dann kann man eben die MNA-Berechnung starten, die modifizierte Knotenspannungsanalyse starten, indem man da dann eben, wie schon gerade besprochen, die Werte für GD0 und JD von der nullten Iteration einsetzt, beziehungsweise so ganz korrekt ist das ja nicht. Eigentlich setzen wir da jetzt schon die, also nach den Formeln, die hier oben für 1 ein, ne? Wenn wir U0 einsetzen, kommt ja hier schon G1 raus und J1 raus. So, das heißt, das Ergebnis von der MNA-Berechnung wenn wir Leitwert und Stromquelle in die MNA einsetzen,
Dann kriegen wir die Spannung über der Diode raus zu dieser Iteration und auch den Strom, der durch die Diode fließt zu dieser Iteration. So, wenn wir dann die Spannung haben und den Strom haben, dann können wir die wieder hier oben einsetzen, können wieder G, D2 und JD von der zweiten Iteration ausrechnen. Also Neuberechnung von GD. GDM schreibe ich jetzt allgemein und JDM. Und dann können wir diese Schritte 2 bis 4, jetzt haben wir neue Leitwerte, dann können wir wieder die MNA-Berechnung starten, haben wieder ein Ergebnis, können damit wieder neue Ersatzleitwerte ausrechnen und so weiter. Also Schritt 5 ist Wiederholung der Schritte 2 bis 4. Ja, und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wie lange macht man jetzt mit dieser Wiederholung weiter? Irgendwann muss das Ganze ja mal aufhören. Naja, und das hört halt dann auf, wenn wir mit dem Arbeitspunkt, also wir schätzen ja am Anfang einen Arbeitspunkt, wir wissen noch nicht, wo der Arbeitspunkt ist, wir sagen mal, der könnte bei 0 sein, der könnte hier sein. So, und jetzt wird halt diese Iteration loslaufen und wir werden uns irgendwie tatsächlich zu dem richtigen Arbeitspunkt hinbewegen, den halt die Schaltung ringsrum um diese Diode, der Diode vorgibt, ne? Die Schaltung sagt der Diode, du musst irgendwie an dem und dem Arbeitspunkt dich befinden. Und da wird jetzt unsere Iterationsprozedur langsam hinwandern. Und irgendwann wird die halt an diesem Arbeitspunkt sein. Und wenn wir an diesem Arbeitspunkt sind, wo wir hinwollen, dann soll halt die Iteration aufhören. So, wie kann man das jetzt festlegen, dass man an dem Arbeitspunkt angekommen ist und dass sich ja dass diese Iteration aufhören kann? Wenn man an dem Arbeitspunkt angekommen ist, dann werden sich die Werte nicht mehr ändern. Das heißt, wir könnten als Abbruchkriterium, na, also ich schreibe mir hin bis Abbruch. So, und jetzt muss man noch ein geeignetes Abbruchkriterium festlegen. So, und dieses Abbruchkriterium könnte zum Beispiel sein, dass man sich anschaut, wie ändert sich zum Beispiel dieser Leitwert. Also in dem Leitwert steckt ja der Anstieg von dieser Gerade irgendwo drin. Und wenn sich der Leitwert von einem Iterationsschritt zum nächsten Iterationsschritt nicht mehr grundlegend ändert, dann ändert sich auch der Anstieg von dieser Gerade nicht. Dann ist man wahrscheinlich an dem richtigen Arbeitspunkt angekommen. Das heißt, wir könnten als Abbruchkriterium sowas hinschreiben, der Ersatzleitwert von dieser Diode zum mten-Iterationsschritt, wenn wir den mal vergleichen mit dem Ersatzleitwert der Diode zum Iterationsschritt davor, dann wäre das sowas wie ein absoluter Fehler. Wenn wir diesen absoluten Fehler jetzt mal teilen durch den Leitwert, durch den Ersatzleitwert, ja, zum Beispiel vom aktuellen Schritt oder vom Iterationsschritt davor, das wäre eigentlich relativ egal. Also wenn das halt hier sehr klein ist, dann ist es ja egal, welchen der beiden Werte wir irgendwie nehmen. Und man sieht, dieser Ersatzleitwert, eigentlich wird der auch nie 0. Also höchstens vielleicht ganz, ganz, ganz hinten, da geht der halt so, da wird der halt nahe 0 hier an der Stelle der Kurve. Aber eigentlich wird der Ersatzleitwert nie 0. Und zumindest wenn wir uns im normalen Bereich einer Diode hier befinden, dann hat der immer einen Wert. Also man kann problemlos durch den teilen. Es kann halt sein, dass der mal sehr klein wird, aber dann werden die hier oben auch sehr klein sein. Dann gibt es vielleicht numerisch Probleme, aber analytisch kann dieser Ersatzleitwert auf jeden Fall nie 0 werden. So, das wäre jetzt ein relativer Fehler und je nachdem, was jetzt von beiden größer ist, kann ja halt auch mal negativ werden. Jetzt nehmen wir von diesem relativen Fehler einfach noch den Betrag, sodass das immer positiv ist. Man könnte auch das vielleicht noch irgendwie quadrieren, dann wäre es auch immer positiv, dann hätte man solchen relativen quadratischen Fehler. Ich nehme jetzt einfach den Betrag und dann würden wir sagen, das ist kleiner als irgendeine Fehlerschranke und dieses Epsilon, ja, halt diese Fehlerschranke und die könnten wir zum Beispiel sagen, dass das halt
Ja, zum Beispiel 10 hoch minus 6 wäre. Ne? Also wenn die Werte sich halt um weniger als ein Millionstel ändern sozusagen, oder der relative Fehler kleiner als ein Millionstel ist zwischen dem aktuellen Iterationsschritt und dem Iterationsschritt davor, dann würden wir sagen, der Leitwert ändert sich nicht mehr, die Steigung dieser Kurve ändert sich nicht mehr, wir sind tatsächlich an diesem Arbeitspunkt angekommen, an dem wir hinwollen, und dann würde diese Iteration abbrechen. So, und damit ist eigentlich alles beschrieben. Mit den Formeln, die vorher standen, und mit diesem Ersatzschaltbild kann man jetzt eben eine Diode ersetzen. Durch dieses Ersatzschaltbild kann diese Ersatzbauelemente ohne weiteres in die modifizierte Knotenspannungsanalyse oder auch in die herkömmliche Knotenspannungsanalyse einsetzen. Und das Einzige, was man jetzt eben machen muss, ist, man muss für jeden, für jeden Zeitschritt, wenn man Transient simuliert, und da das ja jetzt hier um nichtlineare Elemente geht, führt das ja irgendwann mal hinauf, dass man Transient simulieren will, oder wenn man eben einfach einen Gleichstrom-Arbeitspunkt bestimmt, dass man diese Iteration machen muss. Und diese Iteration müsste man dann in einer Transienten-Simulation sozusagen für jeden Zeitschritt wiederholen. Wenn man sich das jetzt so anguckt, dann kann man dieses gleiche Verfahren natürlich auch für andere nichtlineare Bauelemente anwenden, also zum Beispiel für Transistoren oder für Thyristoren oder was auch immer. Letztendlich muss man sich halt überlegen, wie kann man das Stromspannungsverhalten als Gleichung hinschreiben und wie kann man davon diese Taylor-Entwicklung machen. Dann kann man da auch sich Ersatzschaltbilder draus überlegen, wo eben zum Beispiel Ersatzleitwerte oder Ersatzstromquellen oder Ersatzspannungsquellen oder sowas drin vorkommen und die in der modifizierten Knotenspannungsanalyse oder in der herkömmlichen Knotenspannungsanalyse unterbringen. So, die Schwierigkeiten, die jetzt so ein bisschen dabei auftreten, sind, diese Iteration muss eben dann für jeden Zeitschritt gemacht werden. Das heißt, die Simulationszeit wird dadurch auf jeden Fall ansteigen, weil, naja, so 2 bis 10 bis vielleicht auch 100 Iterationen oder so sind halt pro Zeitschritt nötig. Das heißt, die Simulationszeit wird halt größer werden. Ist bei aktuellen Computern natürlich eher ein geringeres Problem. So, dann, was auch auftreten kann, ist, dass durch dieses Ersatzschaltbild, durch diese Näherung, die dabei stattfindet, durch die höheren Terme, die man in den Taylor-Entwicklungen weglässt, das Ganze zu Konvergenzproblemen führt, also die sowohl numerischer Natur sein können, ne, also wie zum Beispiel hier, dass man eben an dieser Stelle, wo der Anstieg hier halt sehr, 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 sehr klein wird, dass man dann halt durch Werte teilt, die nahe Null sind und dadurch dieser Wert hier numerisch sehr ungenau wird und diese Abbruchbedingung zum Beispiel nicht mehr erfüllt wird und sowas. Und die können auch logischer Natur sein, also dass man einfach nichtlineare Elemente zusammenschaltet, die so nicht passen. So, und wenn man das jetzt mal praktisch umsetzt in einem Programm, stellt man fest, so eine ganz praktisch relevante Fragestellung ist auch, was ist eben eine gute Anfangsbedingung, was ist ein guter Startwert für diese Spannung und was ist auch eine geschickte Abbruchbedingung. Also das ist eine mögliche Abbruchbedingung, man könnte sich jetzt noch zahlreiche andere überlegen. Was dann in der Praxis für ein bestimmtes Schaltbild oder für ein bestimmtes Problem oder für ein bestimmtes Berechnungsverfahren eine gute Anfangsbedingung und eine gute Abbruchbedingung ist, das findet man dann meistens erst durch Trial and Error heraus. Also dieses UD gleich 0 am Anfang ist in einer Schaltung, wo eine Diode als normale Diode eingesetzt wird, sicherlich nicht besonders klug. Weil, naja, also eigentlich wird sich die Diodenspannung, wenn die Diode eben irgendwie leitend ist, immer so im Bereich von 0,7 Volt aufhalten. Also ist zum Beispiel hier in vielen Schaltungen 0,7 einzusetzen, als Startwert viel, viel besser, weil man dann eben schon viel, viel dichter am tatsächlichen Arbeitspunkt dran ist. Wenn die Diode natürlich sperrt in der Schaltung, ist man mit sowas wie Diodenspannung ist gleich 0. Auch nicht schlecht dabei, weil dann wird die Diodenspannung ja wahrscheinlich negativ sein und der Strom halt sehr, sehr klein. So, das soll alles gewesen sein. Kurz zusammengefasst, aus der nichtlinearen Shockley-Gleichung, die sich eben nicht unterbringen lässt, haben wir jetzt dieses linearisierte Ersatzschaltbild gemacht. Der Ersatzleitwert, die Ersatzstromquelle müssen für jeden
oder sind vom Arbeitspunkt abhängig, und um jetzt eben den Fehler, der durch die Schätzung des Arbeitspunktes entsteht, klein zu halten, muss man den Arbeitspunkt nachführen und muss diese Iteration machen.